Freunde, es ist wieder soweit. Ich bin durch meine Make-up-Sammlung gegangen und habe geschaut, welche Produkte habe ich lange nicht mehr benutzt. Welche Produkte sind meine wirklich All-Time-Favoriten, die ich ohne mit der Wimper zu zucken sofort wieder nachkaufen würde. Geht wieder so ein bisschen in die Richtung, wenn ich irgendwie meine Make-up-Sammlung verlieren würde, wären das Produkte, die ich sofort und ohne Probleme nachkaufen würde, weil sie so gut sind. Ein Produkt ist mir vor einer Weile kaputt gegangen und ich habe diesem Produkt so lange hinterher getrauert, dass ich es jetzt doch nachbestellt habe. Deswegen freue ich mich, es endlich wieder in dieses müde Gesicht zu kriegen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende gehabt. Für mich wird es jetzt langsam ernst. Die nächsten Wochen werden sehr, sehr aufregend. Ihr habt es wahrscheinlich schon so ein bisschen am Rande mitbekommen, dass da wieder was kommen könnte. Und ich bin ganz aufgeregt. Ich freue mich sehr. Bevor es aber wirklich zu neuen Drogerie-Krachern kommt, habe ich hier so ein paar Produkte. Ein bisschen Drogerie ist mit dabei. Und ein Produkt, wo ich weiß, dass ihr es lieben werdet, weil es A, High-End-Make-up ist, aber B, im Vergleich zu anderem High-End-Make-up wirklich günstig ist. Und dieses Video entsteht auch in Zusammenarbeit mit Lookfantastic. Das heißt, ich habe wieder einen Rabattcode bekommen. Damit gibt es on top nochmal 11% und es gibt auf der Webseite ganz, ganz viele tolle Angebote auch jetzt gerade zum Sommer, zu der Urlaubszeit. Also klickt euch dort gerne mal durch. Alle Produkte, die ich jetzt benutzt habe, sind selbstverständlich für euch in der Infobox verlinkt. Schaut euch da aber gerne mal durch, weil es da wirklich immer Sachen gibt, die man vielleicht so noch nicht bei uns bekommt in der Drogerie oder aber auch oft ausverkauft sind in anderen Läden. Deswegen hüpft da gerne mal vorbei, denkt an den Code und shoppt ein bisschen. Wir starten. Ich verzichte heute mal auf Primer und hüpfe direkt rein in die Foundation. Das ist die NARS Light Reflecting Foundation. Als ich sie euch das letzte Mal gezeigt habe, hatten mir wirklich viele geschrieben, dass auch das mittlerweile eine eurer Favorite Foundations ist. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der High-End Foundation-Typ, weil es einfach super viele gute Alternativen in der Drogerie gibt. Aber ich habe noch keine gefunden, die an diese Foundation rankommt. Ich habe nur eine ganz, 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 ganz kleine Menge benutzt, denn ihr seht es, du brauchst nicht viel und ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt. Vielleicht kennt ihr mich besser als ich mich selbst, woran es liegt, dass ich mich nicht mehr hinter Make-up verstecken möchte, sondern nur mein Aussehen, das, was da ist, ein bisschen perfektionieren möchte. Und dafür benutze ich halt liebend gerne Produkte, die schön sind, die gut halten, die mir ein gutes Gefühl geben, aber halt nicht mir dieses Zugespachtelte geben. Ich möchte, dass man sieht, dass ich müde bin, so ungefähr. Ich möchte einfach nicht mehr so maskiert aussehen. Deswegen ist das eine sehr, sehr schöne Foundation. Die hält A, den ganzen Tag sehr, 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 sehr gut, muss man dazu sagen. Und sie hat ein ganz besonderes Finish. Also ich glaube, ihr könnt sehen, es sieht zwar glowy, ist es nicht, es ist aber auch nicht matt. Es ist so ein Semi-Finish, aber in dieser Foundation ist eine Technologie mit drin, die dafür sorgt, dass die Foundation immer sehr gleichmäßig aussieht. Die reflektiert das Licht ganz besonders. Sie nimmt einen Teil Licht weg, sodass es weich gezeichnet aussieht und reflektiert einen Teil zurück vom Licht, sodass die Haut sehr lebendig aussieht. Ich glaube, ihr seht den Unterschied. Ich habe ja wirklich die kleinste Menge genutzt und habe ja auch hier nur noch eine ganz, ganz kleine Menge. Ich arbeite mir das einfach mit einem Pinsel ein, denn ich benutze gleich den Concealer und ich weiß, dass ich schon ganz, ganz viele von euch damit angefixt habe und es tut mir wirklich leid, ihr kennt mich mittlerweile, mir tut es wirklich immer leid, wenn ich euch Produkte zeige, die ein bisschen hochpreisiger sind, die ich aber benutze, weil ich, weiß ich nicht, irgendwie in meinem Kopf ist das halt immer noch drin, dass ich nur Drogerie-Make-up zeigen darf. Obwohl es nicht authentisch wäre, wenn ich sagen würde, ich würde nur Drogerie-Make-up benutzen, weil es einfach nicht stimmt. Aber der Natasha Denona Concealer. Ich war ja die letzten Wochen viel unterwegs und habe viele Leute getroffen, die ich noch nie in echt gesehen habe. Oder die mich noch nie in echt gesehen haben und die mir gesagt haben, wow, Maxim, ich habe immer gedacht, dass du auf deinen Videos einen Filter hast oder so. Und wenn ich dich jetzt in echt sehe, dann sehe ich, wie krass deine Haut aussieht. Klar, du hast, ich habe eine Textur, ne? Ich habe auch hier ein Pickelchen, ich habe ein paar Poren, das ist ganz normal. Aber wenn die Leute sehen, wie die Haut dann in echt aussieht, ist das genial. Und vor allem war das an dem Tag, wo ich nur diesen Concealer benutzt habe, als Foundation. Ich habe ihn in der Farbe RN3. Das ist die perfekte Farbe für unter die Augen bei mir. Dieser Concealer, ich weiß nicht, wie und was da für
Witchcraft drin ist, für Hexerei, der ist ganz besonders. Also der legt sich nicht wie so ein klassischer Concealer auf eure Haut, sondern er erzeugt wie so eine zweite Schicht. Ist super, super deckend. Er hat einen schönen rosy Unterton. Ich habe ihn mittlerweile auch in, wie gesagt, zwei Farben. Für die dritte bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen zu geizig. Die hellere setze ich mir hier hin und hier außen. Kann damit so ein bisschen gleich meine Nase highlighten und lasse das Ganze kurz einen Moment einziehen. Wie gesagt, falls ihr die Möglichkeit irgendwie habt, an diesen Concealer zu kommen, bei Look Fantastic gibt es ihn, da gibt es dann den Rabattcode noch mit drauf. Kauft ihn euch und probiert ihn als Foundation aus, weil der wirklich, du brauchst den nicht setten und er creased nicht. Und das sagen viele Foundations und viele Concealer sagen, dass sie nicht creasen, dass sie super sweatproof und deesproof und deine ganze Familie proof sind. Ist alles Quatsch, aber hier halt nicht. Ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat dazu, aber sie hat damit wirklich eine ganz besondere neue Textur geschaffen. Und das ist schwierig, das in Worte zu fassen, weil ich es auch nicht verstanden habe. Ich habe viele Videos gesehen von Jenny, von ganz, ganz vielen tollen Creatorinnen, die diesen Concealer vor mir benutzt hatten. Und ich war so, ja, es ist ein Concealer. Aber sie haben darüber geschwärmt. Und als ich ihn probiert habe, habe ich verstanden, warum. Ich habe ihn euch jetzt mittlerweile mehrfach gezeigt. Er hat bei mir aktuell wirklich alle anderen Concealer abgelöst. Und ich glaube, ihr seht, wie prall die Haut gleich aussieht. Also irgendwas ist da drin, was die Haut so prall aussehen lässt. Sehr, 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 sehr schön. Ich habe natürlich jetzt sehr viel benutzt, einfach damit ihr alles seht. Ich fixiere das Ganze auch und es ist immer noch mein Coty Airspun Powder, das ich nicht mehr verzichten möchte. Seht ihr den Unterschied? Ich wollte mit euch eh mal reden, was den Content anging. Ich bin im Moment so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich weitermachen möchte. Beauty natürlich auf jeden Fall. Aber interessieren euch Vlogs? Wobei, mein Leben ist halt super boring, ne? Also es passiert ja nicht. Passiert ja nicht viel. Wir werden bald eine neue Videoreihe starten, denn Danny und ich haben jetzt einen Hochzeitstermin. Und wir haben jetzt noch knapp ein Jahr Zeit, mein Hochzeits-Make-up zu perfektionieren. Habt ihr darauf Lust? Ich glaube, das könnte ganz spannend sein, dass wir uns gemeinsam auf die Suche nach den schönsten Hochzeitsprodukten überhaupt geben. Mein Concealer, glaube ich, habe ich schon. Eindeutig. Aber wisst ihr, ich fand das ganz spannend. Michaela, kann man sagen, was man will zu ihr. Aber ich finde, sie hat das ganz gut gemacht, dass sie einfach wirklich sich die Zeit genommen hat und daraus einen Content gemacht hat, einfach die optimalen Produkte zu finden. Und darauf hätte ich Lust. Vielleicht habt ihr darauf ihr auch Lust, dann schreibt mir das. Base ist super, super schön. Sie ist jetzt noch recht matt. Ich fixiere das Ganze gleich einmal. Vorher möchte ich aber einen Bronzer benutzen und auch den. Das ist oft so, ne? Wenn man Produkte im Kopf hat noch, die man früher gerne benutzt hat, ne? Dann sind die immer wieder da und die kommen immer wieder hoch, weil man sie eigentlich super, super gerne benutzt. Milk Chocolate Bronzer von Too Faced habe ich das erste Mal von hart erspartem, hart ersammeltem Flaschengeld gekauft bei TK Maxx im Sale damals. Und es ist immer noch einer meiner liebsten Bronzer. Das ist ein matter Bronzer, der aber nicht trocken auf der Haut aussieht. Lässt sich super gut einarbeiten. Ihr habt sofort einen schönen Tanned-Look, ohne dass es zu viel ist. Ich habe den in der Farbe Chocolate Soleil. Ja, müsste das sein. Riecht toll nach Kakao. Er sieht einfach wunderschön aus. Und ich gebe mir den auch gleich hier so ein bisschen in die Augenbraue. Und dann drehe ich den Pinsel an der Nase lang. Und I love it. I love it, I love it, I love it. Das ist halt das Ding, ja. Ich hasse es zu sagen, das Ding ist. Das Ding ist, es gibt manche Produkte, die hat man und die liebt man und die benutzt man immer wieder. Und ich muss, glaube ich, langsam so ein bisschen, oder ich merke, dass es gerade passiert, dass ich so ein bisschen wegkomme von neu, 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 immer neu, immer neu, immer neu, sondern die meisten Produkte, die ich in meinem Alltag benutze, die liegen in dieser Schublade bestimmt schon 2 Jahre. Und ich greife immer wieder dazu. Und dieser Bronzer ist jetzt wieder in der Schublade gelandet. Und ihr erinnert euch an den Blush, den ich Ewigkeiten in dieser Schublade hatte, der immer wieder hier lag. Es war der Natasha Denona Bloom Highlighting Blush. Der ist mir beim Umzug oder vorm Umzug sogar noch kaputt gegangen. Ich habe ihn sogar kaputt mitgenommen, weil es einfach, das ist ein Produkt, das ist wie Magie.
Ist ganz, 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 ganz neu. Ich glaube, der kostet 18 €, aber der hält ja Jahrtausende. Also den kriegst du ja niemals in deinem gesamten Leben leer. Gehst hier rein, ist sehr, sehr, sehr pigmentiert. Ich nehme jetzt mehr, arbeite mir den hier im Handrücken ein. Und dann ganz leicht hier in den Bronzer und oben rüber. Und du hast den perfekten Rosy Touch mit einem ganz, ganz zarten Hauch Schimmer. Wenn du ihn reindrückst, wenn du ihn so ein bisschen mehr aufarbeitest, kommt der Schimmer natürlich mehr durch. Aber der sieht und der macht die Haut optisch so prall. Und das ist das, was ich im Moment mag. Ich möchte nicht unbedingt snatched aussehen, so dieses Bella Hadid-Gesicht, sondern ein gesundes, frisches Gesicht. Das ist so ein bisschen das Schönheitsideal, was ich für mich, gerade für mich habe, dass die Haut einfach gesund und genährt aussieht. Und das schafft halt dieser Blush. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat. Und ich freue mich, dass ich ihn jetzt endlich wieder habe. Und der kostet 18 €. Also 18 € für ein Natasha Denona Produkt. Ich glaube, es ist sogar mit das günstigste Natasha Denona Produkt, was es gibt. Den kann man richtig schön in die Apfelbäckchen einarbeiten. Du kannst den nass machen, du kannst den trocken benutzen. Der ist super schön. Und der sieht halt auch auf den Augen ganz toll aus, ne? Also ich mag das ja, das habe ich ja oft schon gesagt, wenn ich Produkte auf den Augen, auf den Lippen, auf den Wangen habe, dass es dann so ein bisschen cohesive, zusammenhängend aussieht. Wir lassen das Fixier-Spray einmal kurz fixieren und dann kommen wir weiter zur Lidschattenpalette. Und die habe ich jetzt nochmal mit reingenommen, weil viele sich dazu nochmal einen anderen Look gewünscht haben. Das ist die Yucca-Palette. Ganz, ganz wichtig, die ist mir noch nicht runtergefallen. Es ist nichts kaputt gegangen. Ich glaube, die Anordnung der Farben ist aber mittlerweile durcheinander. Und ich wollte einen Basic, Basic, Basic Look jetzt machen. Letztes Mal hatte ich einen grünen Look, war sehr, sehr schön. Jetzt möchte ich gerne einen etwas bräunlicheren Look machen. Wir haben ja auch hier wirklich Farben für den Alltag. Und viele hatte das abgeschreckt, dass sie so grün ist. Aber sie ist gar nicht so, also sie ist schon grün, ne? Ganz klar. Aber so grün. Also man muss sie halt nicht grün benutzen. Habe ich richtig Lust drauf gerade. Ich nehme einen sehr, 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 sehr großen, fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Valley. Das ist so ein schönes. Ja, es hat auch alles so einen leichten Grünstich. Aber damit gehe ich nur ganz leicht hier in meine Lidfalter. Ich glaube sogar, mein Code gilt auch auf die Yucca-Palette. Und blende mir das erstmal grob so ein bisschen in die Lidfalte und habe halt einfach schon so einen richtig schönen Tan-Look. Das ist so ein perfekter Camel-Ton. Der ist, und das ist ganz schwierig, weil die meisten Kameltöne, oder Camel-Töne, Camel klingt immer schöner als Kamel, sind immer ein bisschen zu orange. Dadurch, dass der aber so einen leichten grünen Touch hat, wirkt der ein bisschen passender und ein bisschen reifer. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, oft sind Farben zu gesättigt mit Rot und Rot sieht immer irgendwie gleich aus. Und sobald hier so ein bisschen Grün drin ist, wirkt die Farbe gleich viel, viel reduzierter und viel erwachsener. Ich habe den fluffigen Pinsel benutzt, den ich habe, und habe trotzdem wunder, wunderschönes Pigment auf den Augen. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge sie sind, und setze mir das hier vorne an die Augenbraue und kann es hier so ein bisschen aufwärmen und finde, dass das schon etwas sehr, sehr Schönes ist. Und jetzt. Das ist halt so ein typischer Maxim-Look, ne? Super, super basic, super langweilig. Willow. Willow ist ein, also der dunkelgraue hier. Mit solchen Looks kriegst du mich immer, ne? She's pigmented, man muss aufpassen, ne? Ich bevorzuge ja mittlerweile im Alltag, wenn ich ein bisschen Lidschatten trage oder wenn ich auf ein Event gehe oder so, will ich immer ein bisschen weichere Texturen haben, wo ich nicht eine Stunde lang blenden muss. Das halt bei Natasha Denona, da musst du dir ein bisschen Zeit nehmen, ne? Das musst du wissen. Also da ist nicht mit rauf und rausgehen und so einen schönen Touch an Farbe, sondern nee, da musst du wirklich ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber ich finde das auch manchmal darf das auch sein. Es gibt viele verschiedene Produkte bei Natasha, bei Look Fantastic von Natasha, also nicht nur die Yucca-Palette, sondern beispielsweise auch die Bronze-Palette. Es gibt sehr, sehr viele. Ja, die Lidschatten sind schon sehr, sehr gut. Guck mal, wie schnell und einfach das ging, ohne Fallout. Jetzt nehme ich denselben Pinsel und gehe hier in die Farbe hier oben. Das ist so ein Duochrome, aber ich will nur den leichten Schimmer haben. Ich möchte kein Pigment haben, sondern wirklich nur so ein paar einzelne Schimmerflakes aufs bewegliche Lid und habe einen klassischen warmen Braun-Look mit so einem Hauchgrün.
Du kannst natürlich auch hier da unten so ein bisschen mehr Grün nehmen. Oder du nimmst hier so einen Grauton und hast so einen silbrigen Touch. Also du hast viele, viele Möglichkeiten und die Formulierung ist halt einfach 1A. Blend unten ganz leicht ein bisschen Grün mit rein. Ich finde, das macht das Ganze noch so ein bisschen spannender. Ach, dieser Schimmer ist halt nice, ne? Als Mascara, jetzt seid ihr schon so schön nah dran. Diese hier hat es mir sehr angetan. Die Falsies Surreal von Maybelline. Ist recht neu und macht wirklich sehr, sehr dicke Wimpern. Und die hält sehr gut. Apropos, oh, habe ich vergessen. Ich wollte euch noch ein Update zu dem Olaplex Wimpernserum geben. Das ist ja jetzt, glaube ich, knapp einen Monat her. Ich hatte neulich auch schon ein paar Kommentare diesbezüglich beantwortet. Iconic. Genial. Also ich. Das, mittlerweile ist es keine Einbildung mehr. Am Anfang habe ich gedacht, das bilde ich mir ein. Schaut mal, ihr seht sogar meine Wimpern von der Seite, wie lang und dicht die geworden sind. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich habe nichts an meiner Ernährung verändert. Ganz im Gegenteil, sie wird wahrscheinlich noch schlimmer geworden sein als sonst, als jemals zuvor. Das ist wirklich gut. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es formuliert ist. Bitte lest da selber nochmal nach. Von der Erfahrung her. Es ist aber sehr gut. Wir haben noch was für die Lippen. Vorher benutze ich einmal schnell Lip Liner und benutze hier die Vinyl Inks von Maybelline. Eine ganz, ganz tolle Formulierung. Ist jetzt ein bisschen pink, aber wartet. Das Besondere an denen ist, falls ihr die nicht kennt, die bleiben so. Also die sind glossy im Finish, halten aber wie ein Liquid Lipstick. Keine Ahnung, wie sie das geschafft haben, aber es ist genial. Und dann nehme ich ein bisschen Concealer und mische mir das damit rein ins Zentrum. Das funktioniert mit dem von Natascha sehr, sehr gut. Dadurch wird es ein bisschen heller. Und ich habe einen, meiner Meinung nach, wunderschönen Look. Ich bin gespannt, wie er euch gefällt, ihr süßen Mäuse. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Look und zu den Produkten in die Kommentare. Vielleicht ist ja das ein oder andere Schätzchen von mir für euch mit dabei, was euch inspiriert, das auch mal auszuprobieren. Wie gesagt, das sind Produkte, auf die kann ich zählen. Da weiß ich immer, dass es gut aussieht. Ich würde die sofort blind nachkaufen. Das sind die Produkte. Ich habe sie euch unten verlinkt. Schaut gerne einmal bei Lookfantastic vorbei. Dort findet ihr alle Informationen zu den Produkten und auch die Links von mir zu den Produkten. Ich bin gespannt, was ihr euch Schönes aussucht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Denkt an den Code. Passt auf euch auf. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.